Moin zusammen, herzlich willkommen zurück bei den Säulen der Erde. Ich bin's, euer Henri. Ja, und wir haben in der letzten Folge ja Schönes erlebt. Zunächst haben wir mitbekommen, ich finde, das war ganz toll eingebettet in dieses Gespräch, den im Grunde Dialog zwischen Jack und Philipp, wo Philipp Jack mitgeteilt hat, dass er ihm vergeben hat, nachdem er auch selbst nochmal gesehen hat, wie Jack mit dem Kind, mit dem Outlaw umgegangen war. Ja, und dann sind Aliena und Richard losgezogen und haben es tatsächlich geschafft, ja, wobei diesen Begriff Outlaws finde ich hier so ein bisschen, ja, ich finde ihn ein bisschen unglücklich. Das sind ja nicht alle, das sind eben verzweifelte Menschen, die im Moment keine Chance aufs Überleben haben und, naja, gut, aus William Hamleys Sicht wahrscheinlich außerhalb des Gesetzes stehen und nicht mehr oder sogar weniger wert sind als Vieh, aber ja, also finde den Begriff ein bisschen ungünstig in der Situation. Ja, wir sehen nochmal, was wir hier im letzten Kapitel erreicht haben. Das können wir so akzeptieren und dann schreiten wir weiter voran. Und so kehrte ich nach 17 Jahren an den Ort zurück, den ich einmal mein Zuhause genannt hatte. Kapitel 19. Die Rückkehr nach Earl's In Castle. den umgebenden Wäldern verbarg sich eine kleine Armee ausgehungerter Outlaws und wartete auf mein Zeichen zum Angriff. Angeführt von meinem Bruder Richard, den es nach Vergeltung dürstete. Aber erst Alright. musste ich sichergehen, dass Elizabeth nichts geschah. Das arme Mädchen, das statt meiner verdammt worden war, William Hamleys Frau zu werden. Earl's Castle, eine Karte, die untersuchen wir mal direkt. Oder nur ein Schriftstück? Naja, Earl's Castle 1154, ursprünglich erbaut von Vater, dem Graf Bartholomäus. Ursprünglich erbaute der Vater von Graf Bartholomäus die Burg als Wohnsitz für den Graf von Schiring, unweit der Marktstadt desselben Namens. Außerhalb der Burgmauern entstand ein kleines Dorf, das zusammen mit der Burg selbst Earl's Castle als Earl's Castle bekannt wurde. Die Burg diente als Wohnquartier für die Familie des Grafen und als Verwaltungssitz von Shiring. Ihre Wehranlagen wurden selten genutzt. Nachdem die Burg gewaltsam von William Hamley erobert wurde, sind alle anderen Bewohner aus Earl's Castle vertrieben worden. Der Name Earl's Castle löst nunmehr Furcht und Schrecken aus. Seit die Kathedrale von Shiring vollendet wurde, ist William noch jähzorniger geworden. Einige sind der Überzeugung, der Graf habe seinen Glauben verloren und lebt nur noch, um seinen eigenen Hunger und seine Gier auf Kosten der hungernden Bevölkerung zu befriedigen. Ja, er wird wahrscheinlich eingesehen haben, dass obwohl er jetzt alles getan hat, die Marionette des Bischofs Walleran, es seiner Mutter immer noch nicht besser geht. Und sie immer noch an den Folgen dieses Giftanschlags leidet, von dem er aber ja überhaupt nichts weiß. Tja. Stellt euch an, schön der Reihe nach. Oh Ihr Mann. alle kommt dran, um Lord Hamley eure Abgaben zu entrichten, hört ihr? Also nicht vordrängeln! Okay, wir stehen hier in der Warum Reihe. braucht Lord Hamley so viele Lebensmittel? Er hat mehr als genug. Sei still, Frau! Beschmier dein Gesicht mit Dreck und halt den Kopf unten. Sonst kommst du hier nicht lebend raus. Es ist kein Zufall, dass Hamley immer Frauen die Abgaben bringen lässt. Oh, halte den Mund! Okay. Oh, um Gottes Willen. Geduld, Geduld! Hier ist der Alte. Jeder kommt dran und kann Lord Hamley seine Abgaben entrichten. Ich bin nur eine Schäferstochter. Ich habe hier nichts verloren. Sei still! Räudige Bettler. Ich will hier weg. Hey, du da! Ja, dich habe ich gemeint.
Du mit dem hübschen Gesicht? Du kommst mit mir. Was? Lasst sie gehen. Nehmt stattdessen mich. Wie dem auch sei. Geh auf die andere Seite des Hofs und sprich mit Sir Walter. Er wird dich deinem neuen Herrn vorstellen. Und wag es nicht, vom Weg abzukommen. Ich wollte mich doch noch ein bisschen unterhalten mit den Leuten. Ist nicht der olle Walter? Ich will nochmal zurück. Ah, schrecklich. Der Anblick ist kaum zu ertragen. Sie werden dafür büßen. Säcke und Fässer, sie verlangen mehr, als sie brauchen, während das Volk hungern muss. Und die Ritter, sie kommen mir bekannt vor. Können wir mit dem reden? Es heißt, Lord Hamley könnte Shiring bald verlieren. Im Ernst, was, wenn der nächste Graf uns alle aufhängen lässt? Keine Panik. Keiner von den Hochwohlgeborenen schert sich um dieses Drecksloch. Ich kenne die beiden. Sie haben früher für Vater gekämpft. Wir gehen mal hin. Vielleicht können wir hier Verbündete finden von innen. Darf ich euch stören? Worum geht's? Wie könnt ihr für jemand wie William Hamley kämpfen? Mein Vater und dieser Tyrann haben nichts gemein. Lieber Gott, ihr seid es. Ihr habt immer in eurem hübschen kleinen Wohnturm gesessen und seine betuchten Gäste verwöhnt, während die Armen wie jetzt ins Gras gebissen haben. Wenigstens behandelt William uns als seinesgleichen und nicht wie Figuren auf einem Mühlebrett. War Vater wirklich so ein grausamer Graf? Fragen wir mal nach. War mein Vater wirklich so schlimm? Eure Mutter hätte diese Frage beantworten können. Er sagte mir einmal, sie sei sehr unglücklich gewesen, als sie starb. Und ihr habt euch nie gefragt, warum? Tja. Ich suche Lady Elizabeth Hamley. Sie ist bei Lady Regan im Wohnturm. Aber nur Lord William und Walter dürfen dort rein. Und sie bringen euch um, wenn sie euch hier finden. Dann wollt ihr mir nicht helfen? Wir helfen euch schon mehr als genug, indem wir euch nicht verpfeifen. Tja, sagt keinem, dass ihr mich gesehen habt. Wenn ihr uns versprecht, bald zu gehen. Also hier konnten wir nichts erreichen. Oh Mann, ich hätte gerne in der Schlange mit den Leuten noch gesprochen, aber ich wollte warten, bis der nicht immer dazwischen sabbelt. Scheiße. Habt ihr's bald? Gleich! Lasst mich eben nochmal nachzählen. Oh, das ist sie doch. Da ist sie. Sie sieht noch müde aus als letztes Mal. Und UX, ich sollte Abstand halten. Er könnte mich erkennen. Oh Gott, die Schweine. Oh, fressen, was sie kriegen. Ich kann kaum hinsehen. Um Gottes Willen. Oh nein. Oh, was ist denn hier los? Der Wohnturm. Niemand will mich dort drin haben. Weder sie noch ich. Aber es ist das einzig Richtige. Um Gottes Willen. Oh, ist das furchtbar hier. Also wir können nichts groß machen. Dann gehen wir mal auf sie zu. Was macht ihr hier? Ihr müsst gehen. Kommt nicht näher. William lässt mich bewachen. Was dauert da so lang? Ich habe den Schinken vergessen. Ich bin gleich wieder da. Wartet einen Moment. Dann folgt mir. Oh Gott. Wir haben nicht viel Zeit. Hugh wird gleich nach mir suchen. Warum seid ihr gekommen? Ich warte! Wir haben nicht viel Zeit. Bitte, sagt mir einfach, worum es geht. Draußen im Wald liegt eine Armee von Outlaws und wartet auf mein Zeichen. Ihr müsst in Sicherheit sein, wenn sie kommen.
Aber ich kann nicht weg. Sie sind sehr zornig auf euren Mann und seine Familie. Und ich will nicht, dass sie euch etwas antun. Werden Menschen sterben? Ja. Ja, Menschen werden sterben. Deshalb müsst ihr jetzt mit mir kommen. Ich kann nicht. Nicht ohne Lady Regan. Ihr müsst zuerst Lady Regan retten. Fangen wir mal nach, was an ihr liegt. Was liegt euch an Regan Hamley? Hey! Seid ihr noch da drin? Sie und Walter waren die einzigen guten Seelen in diesen Mauern. Walter? Williams Hund? Nennt ihn nicht so. Er ist nicht so schlecht, wie die Leute sagen. Leider lässt mich William nicht mehr mit ihm reden. Jetzt ist Lady Regan alles, was ich noch habe. Okay. Bitte, ihr müsst mir versprechen, dass ihr nichts geschieht. Okay, versuchen wir das. Das werde ich, wenn ihr jetzt sofort geht. Ist das ein Versprechen? Ja. In Ordnung. Ich versuche, mich davon zu schleichen. Beeilt euch da drin! Oder soll ich kommen und euch holen? Ich muss gehen. Oh Dem Gott. Herrn sei Dank, sie hat es geschafft. Jetzt muss ich Regan Hamley finden. Elizabeth hat mir den Dolch zurückgegeben. Sie wird nicht kämpfen, aber ich. Eieiei. Ich meine, wie sollen wir die denn finden? Also auf Hugh Extra können wir nicht zugehen. Können wir ihn ermördern? Aber das wird ja wohl nichts bringen hier, ganz ehrlich. Wir sollen auch nicht zu nah rangehen. Okay. Ich gehe einfach nochmal zurück, ob wir von der Seite irgendwas machen können, aber... Die Mauern kommen wir auch nicht mehr. Zu der Warteschlange gehen. Nee. Es war schwer hierher zu kommen. Kann jetzt nicht gehen. Ja, wollen wir ja auch nicht. Aber ehrlich gesagt, aber hier mit den Rittern sprechen, das bringt nichts mehr. Hier auf den Wehrgang kommen wir auch nicht mehr hoch. Ja, wir haben da nur irgendwie diese eine Möglichkeit. Ja, wir können jetzt nicht mit unserem Dolch hier auf den Hugh X losgehen. Das macht doch keinen Sinn. Und auch hier auf die Mauer zu gehen. Ich meine, es ging auch von dieser Seite, aber... Hey, verpiss dich! Was hast du hier zu suchen? Ah, das ist... Ah, es ist Walter. Das habe ich doch die ganze Zeit schon gedacht. Und er soll nicht so schlimm sein, wie alle denken. Williams rechte Hand und Lehrmeister. Er ist auch alt geworden. Ihm können wir sprechen. Ja, ist die einzige Möglichkeit. Wir probieren das mal. Ihm drohen. Okay, wenn er und Elizabeth ein gutes Verhältnis haben, dann sprechen wir das mal an. Elizabeth sagt, du wärst gar kein so schlechter Mensch. Bin ich also nicht? Hast du vergessen, dass ich einst den Verwalter eurer Familie getötet habe? Gibt's Probleme bei dir, Walter?
Ich muss mit Lady Regan reden. Ich will, dass du mich zu ihr bringst. Du hast Mut, das muss man dir lassen. Aber warum sollte ich das für dich tun? Keine Ahnung, ist das richtig? Ich wäre besser als mein Vater jetzt in... Hab ein Herz. Du glaubst also, ich sei ein netter Kerl. Und du glaubst, Lady Hamley hätte etwas für jemanden wie dich übrig. Da kann ich nur lachen. Chu! Was? Wenn du mir hilfst, könnten wir vielleicht ein Blutbad verhindern. Lass uns dies in Frieden zu Ende bringen. Ich glaube dir nicht. Aber ich maße mir kein Urteil über diese Dinge an. Ich werde dich zu Lady Hamley bringen. Sie soll entscheiden. Puh. My Lady? Elizabeth. Sie ist nicht hier. Aber hier ist jemand anderes, der euch sprechen möchte. Lady Aliena von Shiring. Lady Aliena. Seit wann gehört das Weib wieder zum Adel? Verzeiht mir, wenn ich euren Schlaf störe. Aber es ist sehr wichtig. Wichtig? Als ob irgendetwas, das du zu sagen hast, für mich wichtig sein könnte. Ihr habt sicher von dem Vertrag gehört, den der König mit Herzog Henry in Wallingford Castle geschlossen hat. Das habe ich. Ich habe auch gehört, dass er verworrener Unfug ist. Es ist ein kompliziertes Abkommen, gewiss. Aber dieser Handel wird den Krieg beenden. Und er macht meine Familie wieder zum rechtmäßigen Besitzer der Grafschaft. Es sind Worte, mehr nicht. Niemand würde marschieren, um das zu erzwingen. Nicht mal der König. Wir versuchen es nochmal, appellieren hier an ihr Gewissen. Seht ihr nicht, was die Herrschaft eures Sohnes dem Land antut? Bald wird es keine Grafschaft mehr geben, die irgendwer regieren könnte. Das ist eine Lüge. Mein William ist ein besserer Graf, als dein Vater je war. Wenn ich daran denke, dass ich einst meinen guten William in eine Familie wie deiner einheiraten lassen wollte. Jeden Tag danke ich Gott, dass er uns vor diesem schrecklichen Schicksal bewahrt hat. Und dass er diesen Mönch zu Bischof Walleran geschickt hat, um den schändlichen Plan deines Vaters aufzudecken. Welchen Mönch? Ja, jetzt weiß ich's. Den Prior von Kingsbridge. Philip von Gwynedd. Was? Wo ist meine Elizabeth? Warum ist sie nicht hier? Ah, Gott. Wollt ihr sagen, dass Prior Philip dem Bischof von meinem Vater erzählt hat? Ja. Er hat Walleran persönlich aufgesucht. Ein Mittler in Gottes großem Plan. Und wir haben seitdem hier geherrscht. Ich habe der Ehefrau eures Sohnes geschworen, dass ich für eure Sicherheit bürgen würde. Sicher wovor? Vor einem Pack armseliger Mönche? Ich habe eine Armee vor dem Tor, bereit zum Angriff. Was? Holt Elizabeth! Ich will sie an meiner Seite haben, wenn der Kampf beginnt. Sie ist fort. Fort? Wieso fort? Fort wohin? Ich habe ihr geraten, Earls Castle zu verlassen. Sie hat unter eurem Sohn genug gelitten. William hat sie nicht angerührt. Das hat er, my lady. Mehr als einmal. Das ist eine Lüge.
Es liegt an euch, ob dies in einem Blutbad endet oder nicht. Oh! Es liegt nur an euch. Im Namen des wahren Grafen von Shiring, nieder mit ihm! Sie kommen. Mutter, Mutter, wir werden angegriffen. Was geht hier vor? Eieiei. Was macht das Miststück hier? Sie versucht zu verhandeln. Sie will uns alles nehmen. Ach ja? Will sie das? Lasst es gut sein. Halt's Maul, alter Mann. Oh, es hat geklappt. Oh, um Gottes Willen. Die Hure kalt, Walter! Nein, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Du verdammter Verräter! Hilfe, kommt hier rauf! Männer! Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr alle... Um Gottes Willen. Schaut er wieder ins Feuer? Jetzt sagen wir seinen Leuten. Hey! Schluss damit! Lasst sofort eure Waffen fallen! Seht das Banner des neuen Grafen von Shiring! Der Fuchs. Hört her, ihr alle! Lord Hamley ist tot! Die Burg gehört jetzt wieder der Familie des früheren Grafen. Was? Du willst uns wohl verscheißern! Es war der Wunsch des Königs. Wer hat ihn umgebracht? Er starb, weil er sich weigerte, Earls Castle friedlich zu übergeben. Es ist Zeit, dass ihm ein gerechter und wahrer Graf nachfolgt. Er starb durch meine Hand. Mein Name ist Lady Aliena von Shiring. Ich bin die Tochter von Bartholomäus, des früheren Herrn dieser Grafschaft. Ich bin hier, um die Tyrannei William Hamleys zu beenden und in Shiring die Ordnung wiederherzustellen. Unsere Besatzung von Shiring wurde für rechtswidrig erklärt. Jeder Angriff auf uns ist rechtmäßig und vom König abgesegnet. Und was geschieht jetzt mit uns? Ich werde dem König sagen, dass William Hamley euch zu allem gezwungen hat. Dass jede Schandtat, die dem Volk von Shiring zugefügt wurde, allein sein Tun war. Was? Diese Schweine gehören an den Galgen! Ja, hängt sie, hängt sie! Ruhe! Der wirkliche Übeltäter ist tot. Es ist Zeit für einen Neuanfang. Ihr werdet die Chance bekommen, Wiedergutmachung zu leisten. Indem ihr den Menschen von Shiring helft, sich von den Folgen eurer Grausamkeit zu erholen. Und ihre Häuser wieder aufbaut und ihre Felder bestellt. Ellie, ich weiß, dass du das Zeug zum Anführer hast. Mehr, als ich es jemals haben werde. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Du hast nie gezögert, Vater den Eid zu schwören und ihn zu erfüllen. Ich werde den Titel des Grafen tragen. Doch es ist nur ein Titel. Du
bist die wahre Herrin von Shireen. So wie sie es immer getan haben. Sag das nicht. Wir werden gemeinsam regieren. Lass uns das später bereden. Ich schulde dir viel, Annie. Die Tyrannei von William Hamley hat ein Ende. Die Grafschaft von Shireen gehört wieder ihrem rechtmäßigen Erben. Wiedereinsetzung von Richard von Shireen. Ja, das gucken wir uns an. Boah, da waren einige, viele Entscheidungen, die man in kürzester Zeit treffen musste. Puh. Also insgesamt habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ich weiß nicht, ob man das Blutvergießen tatsächlich komplett hätte verhindern können, ob es einen Weg gegeben hätte, dass Regan dafür sorgt, dass ihr Sohn aufgibt oder dergleichen. Also ich weiß nicht, was es hier noch für Möglichkeiten gegeben hätte, aber es wäre auf jeden Fall interessant, das zu wissen. Wiedereinsetzung von Richard von Shireen, König Heinrich II., bei dem Rat seiner Freiherren und zur Erfüllung des Vertrags von Wallingford verfügt, dass Shireen und jede welige Gemeinde wieder denen zukommt, die zu Zeiten des Herren König Stephans die rechtmäßigen Eigentümer waren. Innerhalb der Laufzeit seiner Regierungsmacht soll der nächste Blutsverwandte des ehemaligen Grafen Bartholomäus von Shireen den Titel enthalten. Demzufolge wird Richard von Shireen zum Grafen ernannt, zu besiegeln in einer offiziellen Einsetzungszeremonie. Nun schickt einen Boten nach Kingsbridge und sagt Prior Philip, dass Shireen endlich frei ist! Was ist los? Warum lachen Sie? Ihr könnt einen Boten schicken, wenn ihr wollt. Aber vom Prior wird nicht mehr viel übrig sein, wenn er ankommt. Ellie, was geht hier vor? Okay, wir schauen uns erstmal an, was wir getan haben. Du hast dich in Earls Castle hineingeschlichen mit einer Armee von Outlaws als Rückendeckung. Du hast mit zwei ehemaligen Rittern deines Vaters gesprochen. Du hast Elizabeth angewiesen, Earls Castle zu verlassen. Du hast Williams Männer auferlegt, beim Wiederaufbau Shireens zu helfen. Du und Richard werdet Seite an Seite regieren. Ja, da war natürlich noch etwas zwischen Aliena und dem Prior. Also Regan hat ihr ja im Grunde offenbart, dass er es war. Und jahrelang aber nichts gesagt hat. Ja, ich denke, das können wir so akzeptieren und dann müssen wir uns in der nächsten Folge anschauen, was mit der Priorei jetzt ist, was da passiert ist und was diese Ritter da meinen. Das schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Ich freue mich, wenn ihr auch dann mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.